Alright, Leute, gehen wir rein. Silverstone, Heim-GP von Hamilton. Da erwarte ich, dass er richtig abliefert. Und Verstappen, von dir erwarte ich auch, dass du ablieferst. Das Auto ist mittlerweile okay. Und wir gucken mal, ob das passt. So, Regen am Sonntag sowie auch am Freitag, das ist okay. Alright, wir gehen natürlich wieder mal in die eine Setup-Richtung mit dem einen und mit dem anderen in die andere Setup-Richtung. Gleichen das mal ein bisschen ab. Sepp denkt sich gerade wahrscheinlich auch so, Alter, Dave, du kannst das doch nicht alles so lasch machen hier. Du musst schon mit einem festen Plan reingehen. Du musst dir die Vorberichte durchlesen, damit du weißt, mit welchen Setup-Settings du Erfolge erzielen wirst und mit welchen nicht. Kann ich nur sagen, ich bin kein F1 eSports Manager. Lass mich in Ruhe. Bin hochverschuldet, 100.000 Minus. Ja, wobei, es geht das sogar noch. Auf geht's. Sehr nett von ihr, erstmal auf die tollen Schulden hinweisen, ja? Vor allem so, hey, ihr habt im letzten Rennen keine Punkte geholt. Ach übrigens, du hast ein Minus auf dem Konto. Oh. Okay, komm rein und sehe den Kontostand, denk, ah ja, kenn ich. Ja, hoffentlich nicht aus dem Real Life, Tipido. Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ich in tiefe Schulden reinkomme, dann hinterlasst gerne euren Twitch Prime Sub. Der ist mehr kostenfrei für euch und unterstützt mich, dass ich keine 100.000 Minus habe. Die Musik, die gerade im Stream läuft, ist auch passend dazu. Wie bei jedem Rennen rechts oben steht 30. Dezember bis 1. Januar. Wo? Tipido, danke für den Sub. Sogar ein richtiger Sub und kein Prime-Sub. Ehre. Alter Dave, du kannst das doch nicht alles so lasch machen. Du musst dir die Vorberichte durchlesen, damit du weißt, in welchem Setup du Erfolge erzielen kannst. Sepp, wie schnell hast du das eigentlich mitgetippt? Meine Güte, ey. Geil. Ich hatte ja mal dir etwas bezüglich Insta geschrieben. Ist da was draus geworden oder ist da was in Planung? Das würde mich sehr freuen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, wir haben schon Setup-Feedback. Warte mal, wann setzt der Regen ein? Jetzt, okay. Ja, okay, wird gleich wirklich nass auf der Strecke. Solange wir noch bei unter einem Millimeter sind, lassen wir... Okay. Speech to text. Möglich. Flavio machte das besser. Ey, mir hat einer... Also ich werde noch ein Video dazu machen. Das kann ich auch so easy peasy sagen, weil auf YouTube kommt das Video erst, wenn das andere Video schon online ist. Bruder, 2% Setup-Zufriedenheit. Ich werde... Da hat mich ein Zuschauer drauf gebracht. Ich schicke einen Fahrer mit maximalem Spritdefizit raus. Und werde dann quasi das Safety Car so timen, dass einer der Piloten gewinnen kann. Das ist so eine geile Idee. Das ist einfach so Crashgate 2.0. Nur noch besser. Aber warte mal, wir müssen ja Inters aufziehen, ne? Ja, Abfahrt. Bin mal gespannt, was für Änderungen Flavio Briatore am Ende bei Alpine bringen kann. Ich kann mir vorstellen, Alpine braucht so eine doch recht klare Struktur. Ich glaube, ob man Flavio Briatore mag oder nicht mag, ich glaube, er bringt... Er ist jemand, der da sehr viel Organisation in so ein Team reinbringen kann. Plus 1 in den Chat für den Comeback von Jacques Tractif bei Alpine. Nee, gibt's aktuell nicht. Erst wollen wir über die 2%, aber Setups lasch machen. Ey, Leute. Jetzt, wobei, ihr dürft mich, egal ob hier im Chat oder auf YouTube, schreibt irgendwie irgendwas noch in Klammern davor oder dahinter. Irgendwie so S in Klammern davor oder dahinter. Damit ich weiß, okay, das ist nicht wirklich böse gemeint. Aber ihr könnt mich sonst als Teamchef haten, wie ihr Bock habt gerade.
Flavio ist richtigste Änderung. Okay, Dom. Oh Gott. Das muss man Flavio Briatore lassen, also. Der hat viel im Leben geschafft und erreicht und wilde Dinge sind passiert. S davor oder dahinter? Erstmal nur den Buchstaben S, aber egal ob davor oder dahinter. Dahinter ist sogar fast lustiger, weil ich dann Kommentar lese, denke, oh Gott, was ist, warum schreibt mir jemand sowas Böses? Und dann merke ich, okay, es ist nur, it's just a prank, bro. Ich fand es auch immer unglaublich cool, in der Schule die Haare von Leuten anzuzünden und dann zu sagen, it's a prank, bro. Habe ich nicht gemacht, mach das bitte nicht nach. Danke. Mach das nicht. So. Nicht nach, also etwas, was man nicht gemacht hat, kann man nicht nachmachen. Also verstanden fährt für dich, du bist ja gewöhnt, dass du angemault wirst. Ja, ja. Perez hat sich ja auch beim Belgien GP beschwert über die Topspeed, aber er hat nicht gesagt, Mate, we have no beep Topspeed. This beep car has no speed at on the straights. On the, this beep car has no beep speed on the beep straights. Tom fragt, muss ich das auch schreiben oder kann ich ganz normal böse zu dir weiterhin sein? Du Dödel, ey. Wer Dom als Mod hat, braucht keine Feinde. Das Ding ist, er wird sich damit jetzt brüsten auch noch. Ja, das ist richtig, würde er sagen. 13,5 Heckflügel. Probieren wir es mal Sell. Ah. Okay, ich bin verwirrt. Was ist das für ein komisches Setup, was ich hier fahren muss? Hä? Was ist das denn? Alter, das ist ja komplett... Boah, Junge, ich bin gerade so hart getriggert, ey. Das regt mich gerade übelst auf. Ich mache jetzt erstmal mein Verstappen, meine Arbeit. Warte mal. Okay, so. Das triggert mich gerade übelst. Okay, probieren wir es mal so. Oh Mann, ey, was ist hier los? Komm schon. 7-5-12-9-1. 7-5-12-9-1. 3-0-5-0-3-5.
Ich sogar schon, ja. Hey, das funktioniert! Warte mal! Nein! Die Bremsstabilität! Okay, probieren wir es mal. Let's go. Angry. Bro, was für mentale Verrenkung ich da machen musste, ey. Oh, wir müssen auf jeden Fall dreimal hier raus und wieder reinfahren. Gut, dass wir im ersten Quali im ersten Training 44% Streckenkenntnis geholt haben. Autoteilekenntnis könnte gern ein bisschen noch hochgehen. Auf geht's. Los, 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 los. Gebt mir ein paar Prozent, Leute, noch. Na, 3 Minuten Regen. Gebt mir das Setup-Feedback, los! Hm, Regen fängt sehr langsam an. Sehr schön. Okay. Setup-Feedback ist da. Also ich war beim ersten Versuch nach Ungarn pleite. Oh Gott. Ich muss mal gucken, wie mein Budgetgeschichte hier ist. Oh, 84 ist okay. Wow. Ich bin Jacques Traktiv. In einem Alternativuniversum. 6511591305005. Okay, warte mal. 6511591305005. Perfekter Laufplan. Okay, warte. 6511591305005. Das könnte grob sogar für beide Fahrer passen. Ich glaube, nur bei Kurvengeschwindigkeit wird Verstappen nicht ganz happy sein, aber mal gucken. Ich hatte aber schlechte Fahrer, die haben mich dann mit Ersatzteilen gekillt. Wobei ich glaube, dass das auch so relativ krass ist mit den Ersatzteilen. Wie oft ich jetzt schon Komponenten tauschen musste, ist auch Wahnsinn. Okay, auf geht's. Muss man nach dem Rennen gucken, wie das bei uns steht. Ich mach mal hier sparen. Wir nutzen mal heute in Silverstone wirklich die komplette Underfuel-Tactics. Sehe ich hier mein Average Fuel Consumption? Weil ich weiß, man kann... Ah! Okay, warte mal, was jetzt, wenn ich jetzt nicht spare? Ein 7. Okay, das heißt, wir können 0,2 Kilogramm pro Runde sparen, wenn wir wirklich auf Sparen gehen. Gute ist, wir würden uns auch irgendwann die Motorenkomponenten... Wir würden uns besser die Komponenten der Motoreneinheit einteilen. Oh. Auf geht's.
P26, ah ja. Was? P26? Ja, Mann! Ich bin geil! Ich bin der coolste Typ der Welt. 95 ist okay. That's it. Das ist, glaube ich, das Setup. Oh. Ah, das haben wir ihm Punkte geholt. Was denkst du, Nils? In der Übersicht vorhin. Welche Übersicht, was? Leute, ihr müsst verstehen, ich bin ein ziemlich loster Mensch. Ihr müsst mir sagen, was ihr meint. Ihr müsst mir erklären. Hamilton verbrät jetzt wieder anderthalb, 1,6. 1,5, 1,6. 1,6. Okay, warte mal, im Trocknen sind es 1,6. Das würde ja eh regnen, ne? Also sagen wir mal, wir können im Average so 0,15 etwa sparen. Das sind so 10% Sprit, die wir underfuelen könnten. Also 5 Runden. Probieren wir eventuell mal. Genau da. Echt? Stand es da? Wild. Okay, ganz kurz. Den Soft bin ich ja schon im Prinzip angefahren. Der wird eh zurückgegeben. Hier ebenso. Alright. Ja, das sieht gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt das Opti-Setup ist. Ich werde versuchen, Verstappen mal 50 Runden fahren zu lassen. Ich lasse mal alles auf neutral. Genauso aber auch bei Hamilton. Der wird nicht ganz so lang fahren, aber ich lasse ihn trotzdem mal mit 50 Runden Sprit loslegen. Dann haben wir mal eine Rennsimulation. Eins acht. Okay, die verbrauchen ja jetzt logischerweise noch mehr Sprit. Okay, 1,7. 1,6. 1,6, 1,6. Okay. Beim Rundenverlauf zweite Spalte, warte mal. Okay. Ja, Leute, das ergibt doch Sinn. 100% Setup, ich bin krass, ich bin einfach krass, ich bin unglaublich krass, einfach nur. So, wir lassen die Jungs noch eine Weile fahren. Hamilton muss ja 100% Streckenkenntnis hat, bei Verstappen geht es auch um die Autoteilekenntnis. Lassen wir also möglichst lange die beiden noch rollen. Und dann gucken wir mal. Auf geht's. So. Aha. Ich finde es... Okay, ganz kurz, ich muss die Frage beantworten. Okay. Hamilton schon bei 100. An die Box. Alter, wie langsam wir sind, ey. Komm, wir müssen wenigstens eine Runde hier richtig mal Full Send machen. Moin, Mr. Fiete.
Einmal so richtig Karacho machen. Moin, John. Komm schon. Ja, Verstappen. Mal gucken, ob er zu Ende fahren kann. Ist es bei der Autoteilekenntnis genauso wie bei der Streckenkenntnis, dass je länger der Stint anhält, desto größer ist quasi der Sprung, den man macht? Schaffi, danke dir für den 13 mit Prime. Ehre, mein lieber Moini. Ab geht's. So, Verstappen kommt durch. Sehr schön. Autoteilekenntnis bleibt leider bei 92. Ja, bei 93. Let's go. Guten Appetit, Dümsche. Oh, jawohl. Auf geht's. Okay, komm. Das wäre jetzt unglaublich gut, wenn das jetzt richtig passt, alles. Auf geht's. Auf geht's. Quali. Softs bei beiden Autos. 100% Setups. Ist schon cool. Auf geht's. Hungry. Okay, Hamilton hinter Verstappen. Ja, komm. Ist ein Heim-GP. Gut, dass er Windschatten hat. Oh, Albon, du Wurst. Ja, Hamilton, richtig gute Quali-Runde. Saumäßig gut gefahren. Oh, Ricciardo hat sich gedreht. Schön. Ja, sind jetzt gerade zwar sehr viele Leute losgefahren, das wäre ein ganz okayes Timing gewesen, aber Ricardo stand denen trotzdem allen im Weg. Jetzt, wo so viele Leute ihre Runde beendet haben, ich glaube, jetzt können wir mal fahren. Ich glaube, das ist ein gutes Timing jetzt wieder. Ja! Freifahrt! Abfahrt! Boah, Verstappen mit Windschatten. Boah, Junge, Verstappen auf 11! Hamilton auf 20, RIP. Oh, Alter! Mit 29. Aua. Ich glaube, Verstappens Ergebnis schmeichelt ihm doch etwas gerade. Weil wir hatten übelsten Windschatten von Hamilton. Alter. Oh mein Gott. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, da es regnen kann, Softs wären, glaube ich, ganz gut, theoretisch. Schade, dass es bis jetzt noch nicht so ein Rennen gab, wo man so richtig mal hin und her springen musste mit den... oder wo die Bedingungen nicht hin und her gesprungen sind, sodass man wirklich gucken musste, wo man bleibt, so. Oh, Sainz blockiert in Kurve 16. Unterbodenschaden? Herzhaft. Ich glaube, es war kein gutes Timing. Doch. Schön. Also P11 wäre absolut stark. P12 ist immer noch stark. P12 ist stark. P12 ist gut. Anscheinend wurde er doch eher von Hamilton aufgehalten, als dass er durch Hamilton profitiert hat in Q1. Auf geht's. So, Regen. Oh,
Oh. 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 Also irgendwann geht's hier noch auf die Inters und hier eventuell auf die Wets. Wir gucken mal. Wir haben frische Softs mit beiden Autos. Wir dürfen etwa 5 Runden underfuelen, oder? Ne, warte mal, wir sparen 0,2 Kilo Sprit pro Runde. 10 Kilo. 88 Kilo kann ich jetzt mitnehmen. Und dann probieren wir es mal wirklich. Dann probieren wir das mal. Im Regen sparen wir sogar noch mehr. In der ersten Runde legen wir Full Push hin. Muss auf den Pfeil gehen, neben löschen, dann siehst du es genau. Guck ich mal nächstes Mal. Jetzt war ich zu schnell. Okay, Leute, gehen wir rein. Ja, ich habe die Daten noch vom Quali, vom Training. Das sind, glaube ich, recht zuverlässige Daten. Auf geht's! Leute, Silverstone Abfahrt. Auch ein gutes. Verstappen startet gut weit vorne. Zehnter sogar. Wow. Beim Start fast von Bottas geschluckt jetzt. Für die erste Runde lasse ich mal die Zweikampfhilfe an. Okay. Might be a chance. Okay. So, Max, du weißt. Und Hamilton, du weißt es eigentlich auch. Immer in Stowe überholen, Leute. In Cops. Ich dachte für einen Moment. Ah, Hamilton? Mit den ersten Manövern schon? Da wird Piastri wahrscheinlich gleich eh wieder vorbeiziehen, aber solange er das under control hat, ist alles gut. Etwa in Runde 14, 15 soll es erst so richtig regnen. Aber wir gehen auf Spritsparmodus. Das Auto ist halt jetzt hart underfueled. Eigentlich muss das Auto, da das jetzt 10 Kilo leichter ist, locker ein paar Zehntel pro Runde schneller sein als die Konkurrenz. Dass sich Verstappen so schwer tut, ist leider trotzdem dann schade. Aber er bleibt an Alonso dran zumindest. Digga, dass Tsunoda da vorne so mitmacht, ne? Das ist für mich jedes Mal aufs Neue ein kompletter Kulturschock. Push dich so lange, wenn du so wenig Sprit dabei hast. Warum behandeln manche Leute einen, als würden sie davon ausgehen, dass man komplett dämlich wäre. Ey, ich sag wie es ist. Ich habe das Gefühl, dass der Sprit gar keinen Unterschied macht, ne? Bro, ich bin komplett hinterher. Was? Bottas ist 3 Sekunden rausgefahren in kürzester Zeit. Okay, die machen auch gerade alle ihre Reifen schon giga kaputt. Eventuell geht da noch was, aber. Mein Sergeant ist vorbei. Kostet Spritsparen so viel Zeit. Also ganz ehrlich, eigentlich müssten wir über diese 9 Kilo, die wir weniger dabei haben, ein paar Zehntel locker schon rausquetschen. Aber wie gesagt, die fahren alle ihre Reifen jetzt schon kaputt, ne? Wenn die alle nochmal vorzeitig an die Box müssen, weil die bis zum Regenstart alles kaputt gemacht haben, dann lachen wir jetzt. Dann sind wir die Einzigen, die lachen.
Ich werde auch den Inter nicht so wirklich pushen. Ah, wobei... So hoch scheint die Wassermenge am Ende nicht zu sein. Trotzdem, ich werde versuchen, am Ende auf die Wets zu wechseln. 13 und 16% mehr auf dem Reifen. Alonso und Tsunoda verbrauchen ihre Mediums ähnlich wie was dann seine Softs gerade. Ich glaube, Ricciardo und Bottas werden... Das wird eng. Die müssen vielleicht vorzeitig schon an die Box fahren gleich. Und Eftel... Ja, lassen die jetzt schon nach. 98. schneller Verstappen. Digga, Hamilton fährt 38,6. Bro, geh in Rente, was machst du denn? Geh, weiß ich nicht, was machen. Schreib Falschparker auf oder irgendwas. Oh, Korea mit einem Fehler. Alter. Hamilton ist mittlerweile the type of guy, der am Balkonfenster steht und da so ein Laminierer sich auf den Balkon gepackt hat und also Zettel ausdruckt mit: Hier sollte platzsparender geparkt werden. Oh, Perez, Spinala. Okay, hat nur geringfügig was verloren. Alles gut. Bis später, Sören. Viel Erfolg fürs Liga-Rennen dir. Okay, mal gucken. Okay, ganz kurz. 36, 8 und 9. 37, 2, 37, 1. 36, 8. Wir sind immer noch ein Ticken schneller. 17 und 18%. Wir gucken mal, gleich kommt die nächste Wetteranalyse. 40% Regenwahrscheinlichkeit jetzt gerade. Wir haben 17% weniger Abrieb. Okay, 55%ige Wahrscheinlichkeit für Regen gleich. Ab jetzt können wir mal ein bisschen mehr die Reifen fordern, glaube ich. Komm schon. Okay, Wetter ist gerade zappenduster. 2 und 8 Zehntel aufgeholt, Verstappen. Piastri kommt halt von hinten leider. Wir brauchen vorne irgendjemanden, der ein Problem hat. 2 und 4 Zehntel aufgeholt. In einer Minute gibt es 55%ige Wahrscheinlichkeit für Regen. Push. Full Push jetzt. Ey, es wäre so geil, wenn der Regen erst in 5 Minuten jetzt kommt, ne? Dann wären die vor mir sowas von am Poppes. Aber es ist Regen, er wird auch recht stark schon kommen. Ah. Ricciardo wird eine Runde jetzt sehr leiden mit dem Reifen. Ich gehe mit Hamilton vorzeitig an die Box. Viele Leute sind noch eine Runde draußen geblieben. Ich sehe es mal positiv, weil mit Verstappen können wir dann vielleicht so lange draußen bleiben, dass wir am Ende den Wet aufziehen können. Weil auf dem Inter wird Reifenflüstern wichtig. Zwei Leute mit Serious Mechanical Issues, aber leider alle hinter uns. Piastri ist dran. Ich weiß halt nicht, ob das gut war oder nicht jetzt. Wir haben auf jeden Fall, wir hätten auf jeden Fall mehr Puffer gehabt. Hätte schon 2-3 Runden früher hart pushen können. Schade. Da wurden Bottas und Ricciardo nicht bestraft. Bruder, warum lassen wir McLaren durch? War der Stopp so schlecht? Könnte doch nicht so krass viel schneller als 2-4 gewesen sein beim Stopp. Runde 35 etwa.
Hey, mal gucken. Ja, Regen kann man leider gerade nicht so viel managen. Skippen mal ein bisschen durch. Ich finde es halt krass, dass wir trotz Underfuelen gerade keine, kaum hier aufschließen irgendwie. Wir sind im ersten Drittel des Rennens immer noch. Unser Auto ist unglaublich leicht. Magnussen, Problems. Spinada. Ballisto. Komm schon. Wir haben die Hälfte des Sprits in einem Drittel des Rennens schon gespart. Gelb. War nur ein kurzer Ausritt. Gut, dass du schon gerade im Motor, ja. Wir liften Coast noch des Todes, ja. Aber dafür sind die Autos so leicht in Relation gerade. Wir haben mal den Ansatz versucht. Ich meine, schlimmer als es funktioniert nicht, konnte es ja gerade nicht sein. Kann ich ein kurzes Update zur Geldsituation haben? 100.000 Miese. Leclerc mit severe technical issue. Müssen leider halt viele vor uns enorme Probleme haben, damit wir da durchkommen. Wie sieht's mit den Reifen eigentlich aus? Oh, Ricardo hat viel zu hart die Reifen zerfräst. Alle anderen haben auch mehr Reifenabrieb. Krass. Also meine Hoffnung ist halt jetzt, dass hier starker Regen einsetzt. Oh Gott, der kommt so früh. Aber nee, hier, Runde 40. Also ich hoffe, dass das unglaublich krasser Platzregen ist. Wenn das heftiger Regen wird, dann haben wir eine gute Chance, nochmal mit Verstappen irgendwas zu reißen. Weil dann müssen alle auf Wets wechseln und dann wechsle ich als einziges nicht vorher auf einen frischen Intersatz. Ja, wir haben 2,0 Kilo Spritdefizit. Krass. Wir haben enorm gespart. Gelb. Ich werde halt jetzt aber auch nicht schneller, ne? Jetzt, wo ich Sprit gespart habe. Spritsparen ausgestellt habe. So, Hamilton. Ne, gucken wir mal, Verstappen. 39,8. Aber doch, ist schon schneller geworden, oder? Das können auch die Wetterbedingungen theoretisch sein. Ist trockener geworden, glaube ich. Ich hole kaum auf zu den anderen. Also kaum zusätzlich auf im Vergleich zu dem, was ich vorher aufgeholt hatte. So, Verstappen kommt näher. Oh, für Hamilton ist das gerade so eine Klatsche, Alter. Aber selbe Spiel bei ihm, ne? Wart bis Runde 40 und guck weiter. Sergeant an der Box. Wir gucken mal. Oh, Russell, Spinettel. Man muss aber sagen, die sehen mittlerweile deutlich besser aus, die Fehler. Also es ist viel schöner umgesetzt mittlerweile als im 22er. Still not perfect, aber wäre auch ein wilder Anspruch. So, 2,5, 2,6. Ricardo an der Box. Verstappen. Abwarten. Wie lange dauert es theoretisch, um 100.000 Miese gut zu machen? Das könnte sehr, sehr schnell gehen, wenn du eine Zahlung erhältst.
Also es, die Zahlungen sind halt deutlich höher als die Miese, die du machst. Komm schon. 2-3. Gasti jetzt mit sehr großen Problemen. Und ausgeschieden. 135 aktuell mit dem Problem, mit dem starken Regen. Wenn Verstappen weiterhin draußen bleiben kann und nicht eingeholt wird, dann ist es gut. Ja, alles gut, Sef. Ich habe dich nicht geblamed für die Frage. Also du kannst halt bei so Sponsorengeschichten, du kriegst halt über 3 Mio. Und die kommen regelmäßiger in der Saison. Wie viel Prozent hat Russell auf dem Reifen? Oh nö. Oh. Ich hoffe, dass da irgendeiner vorne nochmal ein Riesenproblem hat. Charles Leclerc kann gerne irgendwie weit zurückfallen. Alonso, immer noch vor mir. Hm. Robber, wie viel Bottas schon rangekommen ist. Wild. Komm, 4 Minuten, dann geht's ab. Moin Martin Luther. Komm, 3 Minuten, 2 Minuten. 1 Minute, Bottas ist mittlerweile dran. Yellow Flag. Hast nur Sergeant. Doch kein übertriebener Regen. Schade. Ich beobachte hier gerade die ganze Zeit das Wetterradar. Das war mit 4 Minuten gemeint, weil da eigentlich angekündigt war, dass es sehr starken Regen geben soll. Ja, ich gehe davon aus, dass es mit so einem Standardregen zu Ende geht. Jetzt nochmal in 4 Minuten die Chance. Ich muss probieren. Nee, schon wieder nicht. Ja, okay. Hat leider nicht geklappt. Immerhin verlieren wir mit Verstappen keine Positionen mehr. Moin, too much CC. Schade, das hätte wirklich enorm gut werden können. Die Chance war hier definitiv da, wenn das mit dem Regen geklappt hätte. Ich hätte gern gewusst, was dann passiert wäre. Ich hatte da sehr hohe Hoffnungen dafür. Ja, machst du nichts.
Oh, Leclerc muss abstellen. Schade. Oh, P12 für Verstappen. Das ist jedes Mal so knapp mit den Punkten, ey. Hamilton überholt Ocon, immerhin. Alonso technischer Fehler. Also hier sind die Ziele. Ey, meinen wir hier erfüllen gerade beide Ziele. 16 und 12 ist auch okay. Das ist okay. Einmal hatte ich schon gepunktet, ja, Monaco. Da wurden wir auch übelst über den Tisch gezogen von der Rennleitung. Ja, wurde Hamilton sogar zweimal über... Bro. Alright. Ja, also P11 wäre noch drin gewesen. So zieht Sauber gleich. Ups. Wir hatten unglaublich schnelle Boxenstops. Wow. Ja. Okay. Fertigung von den Seitenkästen abgeschlossen. Auf geht's. Ja, wir sind im Plus. Zur Beantwortung von der Frage vorhin, so schnell kann's gehen. 3 Frontflügel haben wir, einen sollten wir nachbauen, aber wir brauchen auch noch einen Unterboden. Ja, und so schnell bist du wieder nahe Null, ne? Boah. Unterboden. Hm. Oh, bitte nicht. Wurde mir bei manchen nichts und nichts zurückerstattet. Mann, ey. Okay, wir haben 2 Chassis, wir haben 3 Heckflügel, 3 Frontflügel, 2 Seitenkästen, 0 Unterböden. Beim letzten habe ich 0 zurückbekommen. Wie assi, ey. Die haben nicht mal mit der Arbeit angefangen. Oh, so schnell haben wir nur noch 13.000. Das finde ich gut. Der Logik nach stimmen die Top-Teams dagegen und dann war es das auch. Oh boy. Seitenkästen knapp. Ich weiß, ich habe keine Kohle. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, Leute. Mein Gott. Da geht gar nichts. Jessica Hawkins. Wen juckt's? Ist doch wieder nur so eine Geschichte wie bei... Wie hieß die von Lotus nochmal? Oh Gott, die gab es ja auch noch. Wie hieß die von Lotus? Die einfach nur für Promo da ist. Claude, danke für den 8. Ah, Ersatz.
Ich wollte ja ein bisschen gucken bei den Finanzen, Kosten, Budget Limit. Hey, ich habe noch 42 Millionen. Warte. Prognose 107 Millionen. Was heißt 107 Millionen? Carmen Jorda, danke. Genau die war es. Ja, genau die. Exakt. Dass du den Namen noch weißt, Wild. Für die Leute auf YouTube. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn das so ist, Däumchen, Abo. Bis demnächst. Tschüss.